Ich habe euch ja beim letzten Mal versprochen, es gibt ein Rematch zu unserem Kampf und das möchte ich natürlich einhalten. Ich möchte das Match jetzt aber bitte episch machen, denn das ist immerhin ein Extreme Rules Match. Das heißt, wir dürfen uns gegenseitig mit Stühlen, Tischen oder der Stahltreppe auf die Schnauze geben. Das heißt, ich hoffe, dass hier heute Blut fließen wird. Ich hätte gerne meine Rache. Immerhin hat er mich beim letzten Mal ziemlich nass gemacht. Na, schauen wir mal, wie das Rematch ausgeht. Und was haben wir hier? Erstmal klassischer Start mit dem Russian Leg Sweep. Oh, und erstmal ein Tritt ins Gesicht. Naja, aber ein guter Start heißt nun mal leider gar nichts. Aber schöner DDT. Und wir sind gerade in Toronto. Das ist ja auch ganz schön weit weg von der Heimat. Und der Fist Drop trifft er dieses Mal vielleicht? Nein, also ich glaube, der Move ist ein bisschen sinnlos. Und Kitchen Sink? Nein, war ich gerade nicht sicher, was er machen soll. Und ich mir auch nicht. Okay. Es wird das. Oh, Snap Suplex. Sah aber auch gut aus, wie ich. Ja, schneller Pin. Das war nicht mal ein 1. Das war einfach nur sinnlos. Aber okay. Zum Demütigen vielleicht ganz gut. So, und was jetzt? Au. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, und da gibt's auf die Schnauze. Da ist jemand sauer. So, ich meine, ihr könnt euch gerne im Ring ein bisschen auf die Schnauze geben. Das ist vollkommen okay. Und Suplex. Das Problem an dem Typen ist halt, dass er so verflucht groß ist. Das heißt, man hat an dem Snap-Suplex vorher schon gesehen, dass er sich ein bisschen vorne überbeugen musste, damit ich ihn überhaupt hochheben konnte. Aber es passt ja. Was wird das jetzt? Und okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh, und ein schöner Reversal. Oh. Und au. Und erstmal, oh, da choked er mich. Ja, Rache natürlich für die Schläge gegen den Turnbuckle. Und okay, au. Das sah gerade ein bisschen gebotscht aus, aber okay. Kann man mal machen. Und was wird das? Oh, schöner Konter hier. Und wieder ein Suplex? Nein, kein Suplex. Aber schöner Konter in den Inverted DDT. Oh, schöner Snap mehr. Und was wird das? Oh, wieder seine Elbows in der Beinschere. Auch ein gemeiner Move. Ich glaube, er wird so langsam warm. Und, oh, Submission Move. Das ist natürlich gar nicht nett. Aber okay, das ging doch relativ schnell. Na gut, ein Submission Move, ohne vorher die Arme bearbeitet zu haben, ist natürlich ein bisschen sinnlos. Und kommt hier ein Stun Gun? Nein, Snake Eyes. Au. Also, ich glaube, er mag den Turnbuckle doch recht gerne. Oh, und jetzt prügeln wir ihn da zu Tode. Was wird das? Oh, ein Fig. Der Move, der mir gar nicht einfällt, aber das müsste eigentlich schon 100-mal Rope Break sein. Nee, er powert sich einfach raus. Figure 8 Lock war das, glaube ich. Aber dafür, okay. Das Match hier ist schon ein bisschen ausgeglichen, aber eher zu meinen Seiten. Aber ich glaube, das hat er gehört und. Oh, da zeigt er erstmal an, dass er jetzt das Ruder übernehmen will. Und erstmal Dropkick in die Fresse. Das geht auch. Und wieder das Cover, das ist glaube ich immer noch ziemlich sinnlos. Also das Match geht noch keine 3 Minuten und da müsste schon mehr kommen, damit der gute Lukas liegen bleibt. Und wir wissen ja noch gar nicht, was es braucht, damit er liegen bleibt. Denn naja. Oh, und da kommt wieder dieser Squatting Indian Deathlock. Ein sehr, sehr gemeiner Move, um die Beine zu bearbeiten. Aber ist natürlich keine schlechte Taktik, seine Beine zu verletzen, denn vielleicht kann er dann ein paar seiner Moves nicht mehr so gut ausführen und heben ihn wieder hoch, wieder sonst Stun Gun. Jawohl. Oh, jetzt. Jetzt hat er aber Probleme. Ob das jetzt reicht vielleicht schon? Nee, immer noch nicht. Keine Chance. Und Headcrank, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das geht nach hinten los. Ja,
Da kontert er sich vollkommen raus. Und ab in die Ecke. Oh, harter Tritt und wieder der Choke. Also natürlich, wenn man so keine Chance hat, muss man sich halt ein bisschen mit den illegalen Mitteln zu helfen wissen. Aber apropos illegale Mittel, ich hoffe schon irgendwie, dass die sich noch irgendwann auch an Waffen bedienen, weil das ist ein sehr, sehr cleanes Match ja noch eigentlich, wenn man das mal so sieht. Ich muss zugeben, ich habe noch nie ein KI Extreme Rules Match mehr angesehen. Ich weiß, dass Backstage Brawls und so weiter ganz gut funktionieren mit der KI, aber bei solchen Matches bin ich mir nicht sicher. Und ich dachte kurz, da kommt wieder sein X-Kick, sein Signature Move. Okay, ich glaube, er ist jetzt so langsam munter geworden. Au! Was zur Hölle, ich blute? Es ist scheiß Elbows immer auf den Schädel. Reicht das jetzt schon? One, two, okay. Ich hatte gerade kurz die Befürchtung, dass ich bewusstlos geworden bin durch seine Elbows und deswegen zu bluten begonnen habe. Und ich glaube, er bedient sich jetzt an den Waffen und das tut er auch sehr schön. Was gönnt er sich denn? Ein Tisch. Ja, man kann ja auch mal klein anfangen. Was mache ich denn da für eine Bewegung? Was zur Hölle? Und ich glaube, er ist sich nicht ganz sicher, was er mit dem Tisch machen möchte. Au. Oh, und da kommt ein schöner Flying Forearm. Oh, jetzt ein Move auf den Tisch, das wäre natürlich böse. Ist natürlich schlecht, wenn er gerade das Ruder hat. Oh, schön. Und das wird gerade ein Counter-Festival hier. Au, Bitch Slap. Oh, Harlem Sidekick, sein Signature Move außerhalb des Rings. Das tut natürlich weh. Oder, au. Schöner Calf Kick. Macht jetzt seinen Finisher außerhalb des Rings. Das würde mich natürlich zerstören. Au. Mit der blutigen Fresse gegen den Ringpfosten. Au. Also ich glaube, Extreme Rules Matches sind noch viel eher sein Fall, weil ich bin ja noch gar nicht zum Zug gekommen. Oh, und da schleudert er mich wieder rein zum Cover, vermute ich mal. Vielleicht bin ich durch den Ringpfosten ohnmächtig geworden. Oh, seht ich mal mein Gesicht an. One, two. Ja, nee, aber Alter. Sieht aber gut aus, so wie das mit dem Blut aussieht, aber auch. Wenn jetzt der Finisher kommt, bin ich wahrscheinlich wieder K.O. Und da kommt er auch schon wieder, dieser verfluchte Spinebuster. Au. Und das, ich glaube, das war's schon wieder. Er hat schon wieder gewonnen. One, two. Oh, gerade noch so rausgekommen. Übrigens auch schön, dass es jetzt ab der Version unterschiedliche Schiedsrichter gibt, falls das noch keinem aufgefallen ist. Im letzten Mal hatten wir einen schwarzen Schiedsrichter, jetzt haben wir eher sowas als... Oh, und ein Baseballschläger, er hat die Schnauze voll. Er hat die Schnauze voll. Au! Oh. Jetzt aber. Au! Puh! Alter, seht euch mein Gesicht an. Au! Und mein Arm hat er mir auch gleich gebrochen. Au! Was ein Bastard. Ja, das war's. One, two... Okay, irgendwie komme ich dann doch noch raus, aber... Und wieder ein Elbow auf den eh schon beschädigten Schädel. Oh. Und wieder sein Body Splash. Oh, ein Elbow Drop. Au. Okay, er ist wieder voll am Drücken und er zerstört mich gerade wieder. Nice. Ja gut, ich sollte mir angewöhnen, dass ich im Wrestling doch nicht unbedingt die Riesenchance gegen den guten Centauro habe. Autsch. Oh, mein Gesicht. Heilige Scheiße. Das sieht einfach nur böse aus. Oh, komm, nimm dir den Baseballschläger. Nimm dir den Baseballschläger. Ja, sehr schön. Und jetzt gib's ihm. Gib's ihm zurück. Gib's ihm auf seine hässliche Fresse. Jawohl, sehr gut. steh auf, du Bastard. Und da kommt der Finishing Move. Ich glaube, das ist aber Rope Break, oder? Nein, one, two, three. Alles klar. Nice. Das war doch spannender, als ich mir erwartet hätte. Heilige Scheiße. Was sind denn das für Highlights? Oh, ich glaube, das ist der Sidekick. Nee. Ah, oh, da blute ich schon wie ein Schwein. Da kommt sein Finishing Move, aus dem ich irgendwie rausgekommen bin. Ich habe keine Ahnung wie. Also, wie ich aussehe. Alter Falter. Oh, und wie er mich da zerstört hat. Und da habe ich mir gerade den Arm gebrochen. Au. Und da kommt zum Glück der Judgment Slam, der mich irgendwie noch gerettet hat. Heilige Scheiße.
Komplett. Die ganze Stirn ist eine Platzwunde. Heilige Scheiße. Aber mit diesen erheiterten Bildern verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Tschüss, arrivederci und good bye.